Hier drin sind so viele Kühe, dass es selbst hier drinnen laggt. Krass, das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, im Allgemeinen, dass man überhaupt so viele Kühe hat. Es laggt. Das ist krass, guck dir das an. Es laggt. Und es regnet. Wie sieht's morgen aus? Regnet's da auch? Ja, lol, okay, kranke Scheiße. Es regnet 2 Tage in Folge, okay, im Sommer. Gut kann man haben, aber ich glaube, dieses Ding hat uns echt Glück gebracht. Denn wir haben, das ist das erste Mal, solange ich mich überhaupt erinnern kann, dass ich Harvest Moon spiele, dass wir alle 3 Sommer keinen einzigen Wirbelsturm hatten. Dafür aber Unkraut. Bums. Nee, ohne Witz, das ist mir völlig neu. Da haben wir echt Glück gehabt, obwohl ich den gerne mal gezeigt hätte. Aber ja, gut, was willst du da groß zeigen? Ich meine, du bist im Haus, du kannst nicht raus. Und draußen macht's halt, gibt's krasse Sturmgeräusche. Und wenn du wieder nach draußen kommst, dann ist deine halbe Ernte weg und das Gras ist kaputt. Also, ja. So viel dazu. Oh, der Bürgermeister ist da. Sei gegrüßt, deine Eltern kehren morgen. Ach, die sind morgen da. Ach, du ahnst es nicht. Ja, Leute, das wisst ihr, glaube ich, gar nicht. Aber es ist heute der 29. Deine Eltern kehren morgen zurück. Sie werden überrascht sein, wie gut sich deine Farm entwickelt hat. Danke, Bürgermeister. Das bedeutet, heute ist unser letzter Tag und es regnet. Das ist ja mal scheiße. Das ist ja mal scheiße. Was wird morgen für Wetter? Wird das noch angezeigt? Ich glaube, morgen muss es Sonne geben, oder? Ja. Ach, die sind morgen schon wieder da. Ja, Heilige, du. Okay, das bedeutet, wir haben heute Freitag, den 29. Sommer. Es ist 6 Uhr morgens. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, heute ist unser letzter Tag. Da. Das schüttet wie aus Kübeln. Pass auf, dass du dich nicht erkältest. Ah, ich habe mich schon 2,5 Jahre mittlerweile durchgemacht. Ich habe mich kein einziges Mal geduscht. Und umgezogen habe ich mich auch nie. Und außer Reisbällchen und Brötchen und Croissants habe ich auch nichts anderes gegessen. Glaub mir, ich kann gar nicht mehr krank werden. Gut, gehen wir raus. Ja, das ist blöd. Okay, dann würde ich sagen, machen wir heute... Erstmal gehen wir zu den... Oh Gott, gehen wir zu den Kühen. Ich werde eine Sache machen, die habe ich vorher noch nie gemacht. Wirklich noch nie, aber die werde ich jetzt mal... Nein! Nein, das war... Nein! Nein, das wollte ich nicht. Gehen wir schnell wieder raus. Oh, Gottes Willen. Ich will die verdammte Melkmaschine haben. Eine Sache, die habe ich vorher noch nie gemacht, aber die werde ich mal machen. Und zwar... Ich werde die Kühe melken. Ja, das auch. Das meine ich aber nicht. Ich werde danach das gekaufte Futter benutzen und nicht das Futter, welches wir selber haben. Warum? Weil es schneller geht. Ich muss sowieso nochmal zum Pferdemetzger, weil mir eine Sache fehlt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch kaufen kann oder nicht. Das ist dieses Kuhbestäubungszeug. Ich glaube, die kann ich gar nicht mehr kaufen, weil ich die maximale Anzahl an Kühen habe. Aber einfach, damit es halt im Schuppen liegt, damit der Schuppen vollständig ist. Der ist dafür eigentlich. Aber ich glaube, ich habe es falsch rum gemacht. Ich habe es für die letzte Kuh benutzt und dementsprechend kann ich es halt nicht mehr kaufen. Ich hätte es bei mir liegen lassen müssen, sollen, tun, wollen, irgendwas. Ja, habe ich aber nicht. Dementsprechend kann es sein, dass ich den Schuppen einfach gar nicht mehr vollkriege. Da kriege ich sowieso nicht, weil diese magische Bohne fehlt, die Schneesamenblume da, die fehlt, diese Eisblume oder was das war. Dann die blaue Feder kriege ich auch nicht wieder, wo auch immer die geblieben ist. Ich habe sie Maria gegeben. Was hat sie damit gemacht? Keine Ahnung, wahrscheinlich hat sie mir das Ding und das Essen gemengt, ich weiß es nicht. Man wird es wahrscheinlich nie erfahren, hör auf, schlafende Kühe zu melken. Aber ist auch gar nicht so wichtig. Ich wollte damit sagen, ich krieg den Schuppen sowieso nicht mehr voll. Alter, Ultra-Lag. Ist so eine Sache für sich. Aber wenn der Schuppen sowieso nicht voll ist, ich werde das Kuhfutter benutzen und das Hühnerfutter werde ich auch mal benutzen. Dann werden die einmal sehen, wie das aussieht. Und ist das langsam, meine Güte. Ihr werdet einmal sehen, wie es aussieht. Das zum einen. Und zum anderen, es geht für mich um einige schneller. Ich werde es einfach neu kaufen, das Futter. Oder kaufe ich es überhaupt neu? Da weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich brauche es doch gar nicht mehr an sich. Ich wollte doch nur zeigen, dass es das gibt und dass es da ist und... Oh Gott. Ich weiß doch gar nicht, wenn man eine Kuh jetzt bei Regen rausschickt, ob die sofort krank wird oder nicht. Hier nehmen wir das Futter und dann machen wir einfach nur so, aufgepasst. Und 1. Und 2. Und das ist einfach schneller.
Leute, ihr könnt es glauben oder nicht, aber es ist schneller als dieses Hin- und Hergerenne die ganze Zeit. Es ist viel angenehmer. Ist doch eine tolle Sache. Das finde ich, oder fände ich, wäre ein gutes Feature, wenn man einfach, wenn man so einen, einfach nur so, meinetwegen, so einen Sack, den ich jetzt habe, so ein brauner Sack, wenn man den kaufen könnte. Der kann meinetwegen, der kann gerne 30.000 kosten, auch wenn das keinen Sinn ergeben würde, weil so ein Euter-Jute-Sack oder was das hier ist, der so im Spiel dürfte der nicht teurer sein als irgendwie Rübensaat oder so, also demnach dürfte das 200-300 kosten. Aber es wäre so eine tolle Sache. Ja, und ich weiß, ich habe die Kühe jetzt nicht gebürstet, ich habe mit den Kühen nicht gesprochen, aber Leute, ihr habt doch gemerkt, wie lange das jetzt schon gedauert hat. Das, irgendwo gibt es doch mal eine Grenze. Bei den Hühnern mache ich es genauso. Ganz schnell nach oben, sofort mitnehmen, ganz schnell nach oben, solange oben noch frei ist. Und dann eins, zwei, hier geht sogar noch schneller. Und sogar noch einfacher. Oh yeah, damit die Hühner gar nicht erst auf die Idee kommen, da oben zu laufen. Guckt euch das an, wie schnell man so füttern kann. Ist das eine stylische Sache oder nicht? Das ist geil. Ja, wenn man halt so eine Säcke kaufen könnte, da füllt man so ein bisschen Futter rein. Und danach kann man so auf diese Art und Weise füttern. Und zwar immer. Das würde so schnell gehen. Und dazu am besten noch so einen kleinen Korb. Weg. 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 So einen kleinen Korb, wo man die Eier reinpackt. Das wäre das Coolste, was ich mir vorstellen kann. Allgemein. Ohne Witz. Ja, so viel dazu. Okay. Gibt's aber normalerweise nicht. Ist halt doof. Jetzt kann man es nicht mehr ändern. Das Spiel ist, weiß ich nicht. Wie alt ist das Spiel? 15 Jahre? Nee, Moment. Das ist von 96. Das Spiel ist, das ist 25 Jahre alt. Meine Fresse. 25 Jahre ist das Spiel alt. Alter. Und ich habe es als Kind schon gespielt, als es rausgekommen ist. Das ist 25 Jahre her. Meine Fresse, ist das eine lange Zeit. Alter. Ich denke mal, viele meiner Zuschauer, die sind möglicherweise noch nicht mal 25. Also. Und ich habe dieses Spiel schon vor 25 Jahren gespielt. Gott, bin ich alt geworden. Ah, manchmal fühle ich mich auch so. Momentan aber nicht. Momentan fühle ich mich nass. Ja, das hat andere Gründe. Aber okay, dann würde ich sagen, reparieren wir nochmal alles auf der Farm. Danach gehen wir einmal in die Stadt, gucken, was wir noch tun können. Und dann würde ich sagen, ist es auch vorbei. Ja, hier fehlt das jetzt. Hier fehlt irgendwie... Moment. Ach, die Glocke ist das. Andere ist das eher das Kuhpulver. Aufgrund von diesen beiden Sachen kriegen wir nicht mehr alles voll. Aber ja, dann ist das so. Können wir nicht ändern. Jetzt habe ich den Hammer. Okay. Zaun noch einmal reparieren. Das sieht cool aus. Unser Gemüse, es glänzt schön durch den Regen. Wir brauchen eins. Ah! Da! Eins, das ist bisher noch nicht viel. Okay, zwei. Oh, wo kommt das Unkraut schon wieder her? Das gibt's doch gar nicht. Ich will eine aufgeräumte Farm haben am letzten Tag. Eine aufgeräumte Farm. Zwei Stücke brauchen wir. Wir brauchen echt nur zwei Stücke, oder? Ja, brauchen zwei Stücke. Schöne Sache. Cool. Somit ging das schnell mit dem Zaun reparieren. Aber echt schade, dass man die Dinger nicht beim Pferd in die Taschen werfen kann. Und dann reitet man einfach um den Zaun umzu und... Ja, bereitet halt alles vor. Repariert alles wieder. So. Wo wir gerade bei Pferd und Reiten sind, ich will trotzdem noch einen Blick auf meine Farm werfen, ob wirklich alles in Ordnung ist, jetzt am letzten Tag, wo es regnet. Das wollten wir behalten, einfach weil es cool aussieht. Na, jetzt sieht irgendwie, es sieht komisch aus, aber trotzdem behalten. Hier ist ein Unkraut gewachsen. Ja, da wächst kein Unkraut mehr gegen, du. Dann haben wir, hier ist alles frei, da ist noch ein Unkraut. Da ist noch ein Unkraut. Wir wollten einmal in die Stadt, oder? Wir müssen uns beeilen. Da ist aber Unkraut. Da. Ja, komm. Da ist auch noch Unkraut. Was soll das denn? Wo kommt das ganze Unkraut auf einmal wieder her? Da. Kann er auf dem Pferd eigentlich was essen? Ich habe keine Ahnung. Da ist noch Unkraut. Und das dürfte jetzt alles gewesen sein. Ja, das sieht gut aus. Es ist wie spät. Kann ich auf dem Pferd auch nicht sehen. Das ist ein bisschen blöde. Aber schnell, 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 zapp und wir gucken. Es ist wie spät jetzt? 1 Uhr, okay. Schnell zum Pferdemetzger-Typi. Ein letztes Mal in die Stadt gehen müssen wir eigentlich nicht. Alleine weil es regnet und ein Hinkinder draußen ist. Es wird dunkel. Wir müssen zum Pferdemetzger-Typi schnell rein. So. Nee, man kann das Zeug nicht kaufen. Den Kuhstaub da.
Ja, laber nicht. Ja, ich weiß. Gib es her. Danke. Dummerweise, man kann es nicht nochmal kaufen, ja, was doch keinen Sinn ergeben würde. Aber somit ist unser Schuppen leider nicht komplett voll. Aber was soll's. Es ist halt so. Gehen wir zurück, beenden wir somit unseren letzten Tag und gucken, was uns morgen erwartet. Sonnenschein auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal was wert. Und dann gucken wir, was unsere Eltern zu unserer Farm sagen. Es ist mittlerweile schon 4 Uhr, oder? Es ist 4 Uhr, der Abholer ist unterwegs. Okay. Der Abholer, da ist er schon. 2450, halt den Kopf nicht aus. Alter, in 4 Tagen 10.000. Meine Güte. Okay, der Tag ist vorbei. Frau, okay, die Kinder schlafen schon. Du sorgst so gut für mich, Schnäuzelchen. Danke, dass du mir was zu essen gibst. Auch wenn es immer das gleiche ist. Aber jetzt bereiten wir uns auf den Finaltag vor. Letzter Go. Finaltag! Okay. Unsere Mutter ist da, die immer noch irgendwie ein Taschentuch in der Hand hat. Oder ist das der Arm von ihr? Ich hab keine Ahnung. Und okay, unser Vater, was macht er? Klopft er uns auf die Schulter oder schlägt er uns? Ich weiß es nicht. Oh yeah! Oh yeah! Ich meine, das haben wir überhaupt gar nicht gebaut, das hier, aber oh yeah! Da sind wir. Das ist das Outro. Haus mit Outro. Ich mache nichts. Passiert alles von alleine. Und die Kühe versammeln sich um uns. Und da ist eine trächtige Kuh bei. Und wir. Was machen wir da? Aber wir versuchen die Kühe zu melken irgendwie. Alle gleichzeitig. Der Hund riecht an der Kuh. Ja. Passt schon. Ha! 5 Hühner! 5 Hühner! Oh, das war so angenehm, als wir nur 5 Hühner hatten. Nee, das ist unser Outro. Was? Hä? Was macht der da? Was macht der da? Was machen die Hühner da? Die Hühner belagern ihn. Die Hühner belagern ihn. Aber ist das echt so? Ich habe nie ausprobiert, wenn man im Stall ein Ei auf den Boden knallt, dass die Hühner dann auf einen zugelaufen kommen. Ich habe keine Ahnung. Hundi und eine Kuh. Müsste Sophie sein und eine andere Kuh. Vielleicht Julia, man weiß es nicht. Und ein Schmetterling, den ich ehrlich gesagt nie auf unserer Farm gesehen habe. Hundi! Luna bellt uns an. Wir legen uns schlafen. Wir lehnen uns an die Kuh. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an dieses Outro überhaupt gar nicht mehr erinnern. Yo, das sieht nach viel Arbeit aus. Das sieht nach richtig viel Arbeit aus. Ja, scheiß, wohin damit? Okay, das macht natürlich Sinn. Ich glaube, er wärmt das einfach irgendwo hin. Es könnte höchstens sein, dass das Pferd dort steht, aber eine Sammelbox ist da definitiv nicht. Er hat noch die Gießkanne. Er hat noch die Gießkanne. Ja, herzlichen Glückwunsch dabei, den Kram jeden Tag zu gießen. Allein da bist du schon den gesamten Tag bei. Mach's wieder rund und geh einfach pennen. Aber lustige Szenarien irgendwie. Ja, der Hund, der kaut den Mais an, wenn wir nicht da sind. Ja, passt schon. Was? Okay, was zur Hölle? Okay, das ist fragwürdig, aber ich wusste noch gar nicht, dass der Hund das kann. Da sieht schon eher nach unserem Grundstück aus. Nach einem Arsch voll Tomaten. Ja, intelligent, das Pferd genau vor der Sammelbox stehen zu haben. Das macht auf jeden Fall durchaus viel Sinn. Ah, okay, hier habe ich schon den Sprenger. Ja. Und er ist erschöpft, natürlich. Er hat zweimal gegossen und ist erschöpft. So kennt man ihn, so kennt man Mick. Ja, zieht er von Reisbällchen rein, aber guck mal, das war. Luna maut dich auch bereits an. Sehen wir nochmal die Bergspitze oder sowas? Alter, das ist eine Art von Gemüse, du. Vielleicht soll es einem zeigen, was man hier in dem Spiel alles machen kann, theoretisch. Ich meine. Ach, die gibt es auch noch. Genau, da war ja was. Was hast du denn schon wieder? Ach, okay, die wollten rüber haben. Wir können springen. Seit wann können wir springen? Seit wann können wir springen? Was macht der Maulwurf da?
Ja, cool. Ein neues Haustier. Hier ist er weg. Ach, das ist der Maulwurf, der zockt uns die Kartoffeln weg. Das ist zumindest originalgetreu, mehr oder weniger. Auch wenn es eigentlich eher Wühlmäuse machen, aber ja, das passt. Und warum ist unser Haus wieder klein? Hi, Maria. Was machen wir für Sachen? Warum machen wir auf einmal Sachen, die wir die ganze Zeit im Spiel nicht machen konnten? Aber es sieht nach meinem Grundstück aus. Das sieht in der Tat nach meinem... Moment, das war mein Grundstück. Hä? Auch mit dem Stein, der da lag. Das war mein Grundstück. Heilige. Das ist cool. Und wir gehen durch die Stadt. Oh nee, wir gehen nicht zur Kirche, oder? Natürlich gehen wir zur Kirche. Wo sollen wir auch sonst hingehen? Hallo, Pfaffendönis. Und hallo, NSA-Kind. Und die Eltern von Maria unterhalten sich mit unseren Eltern. Und unsere Mutter ist wieder total aufgebracht. Und unser Vater blockt und wieder alles ab und verneint alles. Und der Bürgermeister lacht und das ist alles merkwürdig. Also ich könnte schwören, unser Kind war schon ein bisschen größer. Ja, ist ja nett, dass uns unsere Frau so gut behandelt, aber unser Kind war irgendwie schon mal größer, kann das sein? Oder ist es unser zweites Kind? Keine Ahnung, wo ist unser erstes Kind? Geht's in den Kindergarten? Oder schon in die Schule? Moment, gibt's überhaupt eine Schule? Ich glaube nicht. Hier gibt's ja nicht mal eine Feuerwehr oder eine Polizei, um Gott zur Schule gehen. Das sieht aber cool aus. Wenn man sein Grundstück ganz groß zieht, dann kann man das in der Tat schaffen, es so aussehen zu lassen. Das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus, muss ich ehrlich sagen. Ach, unser zweites Kind sitzt beim Hund. Ach, da ist das zweite Kind. Alles klar. Und damit wäre es das gewesen, Leute. Das ist der Abspann. Mit der Intro-Musik endet das Spiel. Unsere Intro-Musik ist gleichzeitig unsere Outro-Musik. Und wir haben jetzt das beste Ending. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, weil es hier einem auch hier überhaupt gar nicht irgendwie gezeigt wird. Vielleicht kommt das gleich noch nach den Credits, ich weiß es nicht. Aber egal. Ich halte erstmal mein Resümee zu diesem Spiel. Und zwar Harvest Moon von 1996 auf dem SNES. Der Vorreiter, der Pionier aller Harvest Moon Spiele. Ist ein exzellentes Spiel. Was soll man dazu sagen? Das ist ein exzellentes Spiel. Das war der erste Bauernhof-Simulator, den es überhaupt gab. Oder einer der ersten überhaupt Simulatoren. Heute gibt es ja Simulatoren für alles in der heutigen Zeit. Für PC, PlayStation oder sonst was. Damals war es eine ganz große Besonderheit. Ganz große. Oh, wir sind auf der Bergspitze. Achtung, ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Wir sind auf der Bergspitze. Irgendwie ohne Maria, aber... Und wir haben die schöne Neujahrsmusik. Ah, okay, Geld, 136.000, das ist eine ganze Menge. Kühe, 12, Hühner, 12. Aha. Energie, 200, yo. Wir haben alle Powerbären. Menge verkaufter Tomaten, 244, okay, alles klar, selbst das wird aber hier gezeigt. Wir haben 244 Tomaten verscherbelt. 206, Mais kommt ein bisschen weniger. Und es wird bereits Abend, es wird bereits Abend. Menge verkaufter Kartoffeln, 273. Und ich wette, Steckrüben habe ich am allermeisten, oder? Ne, 253. Ich habe in der Tat mehr Kartoffeln als Steckrüben. Betreuung der Kühe, Yumi 255. Ach, das ist hier auch noch mit bei. Oh, 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 okay. Marias Liebe, 999, Maximum. Maximum. Ans Liebe, 69. Wieso Ans Liebe? Was habe ich mit Ann am Hut? Ninas Liebe für 50? Okay. Okay, ist das wichtig? Hallo? Ans Liebe 58. Aha. Also eigentlich wollte ich nur eine Frau haben. Im Sinne von Evas Liebe. Aha. Ja. Super Luxus. Riesenblockhaus. Ja, das ist ja auch ein Muss für zwei Kinder. Ach, genau. Zwei Kinder. Entwicklungsquote 20%. Wie Entwicklungsquote? Wovon Entwicklungsquote? Hä?
Lebensfreunde 254. Hä? Woran misst man das denn? Erfolgsquote 527. Du bist nah dran. Ah, das bedeutet, ich habe das nicht das beste Ending, ich habe irgendwie das zweitbeste Ending. Aber mit Betreuung Yumi? Liebling, für immer vereint. Ja, Maria, für immer vereint. Da stehen wir und gehen gemeinsam nach Hause. Aber lustig ist, nur unsere erste Kuh irgendwie gewertet wird, die anderen danach irgendwie überhaupt gar nicht mehr. Oder es wird einfach die beste Kuh genommen, die wir am besten gepflegt haben. Ja, das war dementsprechend Yumi. Und hier haben wir den Himmel über dem Land von Harvest Moon. Der Mond scheint. Man sieht die Berge, einzelne Wolken, den Wald. Und hört die schöne, lockere Musik. Wenn es jetzt immer so weitergeht, wäre es nicht schlecht, weil dann könnte ich endlich mal ein ausgewogenes Resümee halten, was ich in vielen Spielen, ja gerade Retro-Spielen, nicht kann. Weil bevor irgendwelche Erklärungen von mir abgeschlossen sind, das Spiel sich denkt, ich mach einfach von alleine weiter. Aber hier scheint es nicht so zu sein. Deswegen würde ich sagen, zu dieser schönen Automusik gibt es jetzt mein Resümee. Denn wie schon gerade erwähnt, das Spiel von 1996, der Vorreiter aller anderen Harvest Moon-Spiele und auch der Vorreiter vieler, so allgemein vieler anderer Simulatoren. Ich meine, was gab es damals zu der Zeit 1996 für Simulatoren? Ich glaube, es gab das erste SimCity, wo man seine eigene Stadt bauen konnte und was noch? Ich glaube, es gab noch nicht mal Rollercoaster Tycoon oder Theme Hospital. Es gab nichts. Somit war das echt ein Pionier unter Spielen. Dieser, ja, Bauernhof-Simulator. Dieses Spiel, es gefällt mir wirklich sehr gut. Es hat mir damals als Kind, es hat mich überwältigt. Ich fand es umwerfend. Man konnte ja sich sein eigenes Leben aufbauen. Ich meine, ihr Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Das war zu einer Zeit, wo es Sonic und Mario gab und Donkey Kong. Das sind auch drei Spiele, die sind ganz toll, oder Zelda. Spiele, in denen man auch vieles erleben kann. Man konnte Quests lösen, also Aufgaben lösen und Geheimnisse finden und sowas, aber man hat halt so ein gerades Spiegelschild, ist man abgelaufen. Meinetwegen speziell bei Sonic oder Mario, Level nach Level. Und hier konnte man, genau, völlig egal wie man es wollte, konnte man sein eigenes Leben führen und aufbauen. Und das fand ich schon damals so extrem besonders. Und dafür, dass es der Vorreiter ist von allen anderen dieser Spiele, hat dieses Spiel schon so eine Menge an Innovationen gebracht. Ich muss sagen, viele von diesen Dingen, die haben mir nur wirklich sehr gut gefallen, wirklich sehr gut gefallen. Man kann im Frühjahr sein Gemüse anziehen, man kann im Sommer anderes Gemüse anziehen, man hat Gras, man kann diese Powerbären finden, man kann fischen gehen, man kann auf der Bergspitze was anpflanzen oder ja auch was zum Ernten finden, man kann Holz hacken, man kann Steine hacken, man kann so viele Dinge machen. Jetzt über die Spiellänge gesehen muss ich es auch ein bisschen kritisieren, denn es ist für die Spielzeit, wenn man das Spiel nicht zum ersten Mal spielt und halt wirklich so von nichts eine Ahnung hat, es ist über die Spielzeit halt so, dass man irgendwann, man hat nichts mehr zu tun. Man kann theoretisch nach 1,5 Jahren, abgesehen von den Kindern, die irgendwie überhaupt gar nicht hier erwähnt wurden, fällt mir jetzt gerade auf, abgesehen von den Kindern kann man irgendwann nichts mehr erreichen. Und das schon nach 1 Jahr. Nach 1 Jahr ist das Spiel im Groben schon beendet. Man hat ohne Ende Geld, aber man kann damit auch nicht mehr viel machen. Es hätte mich gefreut, wenn noch ein paar mehr Features eingebaut worden wären. Aber es war halt der Vorreiter, deswegen, ja, 4-mal Gemüse und das war's. Man könnte ja an den Bergen noch Sachen finden, so war das nicht, aber... Jetzt hätte mich gefreut, wenn man meinetwegen noch hätte Erbsen anbauen können, oder Salat, Radieschen, Karotten, Bohnen, was weiß ich, es gibt so viel Gemüse, oder dass man sich für ein bisschen mehr Geld Bäume kaufen kann, die man sich in den auf die eigene Farm pflanzen, Apfelbaum, Birnbaum, oder ein Pfirsichbaum, ich weiß ja nicht, in was für einer Klimazone wir uns hier befinden, aber anscheinend sind wir in jeder Klimazone, man findet hier... An gleicher Stelle, wo man Weintrauben und tropische Früchte findet, hat man im Winter Permafrost, also... Ich weiß nicht, aber so ein paar mehr Sachen, ein paar mehr Geheimnisse, ein paar mehr Dinge zu erledigen oder auch etwas Zusammengefasstes, dass man halt auswählen kann, ich möchte meinetwegen 10-mal Grassaat kaufen und nicht, ich möchte einmal Grassaat kaufen für 500, ja, weiß ich, muss ich nicht bewässern, alles klar, und das gleiche nochmal und nochmal und nochmal und ihr wisst Bescheid, Leute. Und etwas besser zusammengefasst für die Kühe und die Hühner, ich finde, da hat man sich... Ja, nicht genug ausgedacht. Man hätte ganz einfach, wie beim Bewässern des Gemüses,
aus der Gießkanne einen Sprenger machen können. Im Sinne von, bei den Kühen zum Beispiel, man hätte aus dieser Melkmaschine hätte man so einen Melkautomaten machen können, wo man die Kühe irgendwie herrufen kann, meinetwegen auch da so eine Glocke dran, die bimmelt und alle Kühe gehen dann nacheinander da durch. Ich finde, das wäre jetzt nicht zu einfach gewesen. Das Ding kann ja gerne, was nicht, 30.000 kosten. Oder bei den Hühnern. Dass man da so ein... Ja, ist vielleicht übertrieben, wenn ich sage, so ein Eierzug-Roboter, aber irgendwie etwas, dass man so einen kleinen Korb dabei hat und man packt die Eier nacheinander da rein und muss erst dann einmal zur Sammelbox gehen und nicht mit jedem Ei einzeln zur Sammelbox. Ähnlich bei dem Füttern der Hühner und der Kühe. Dass man so einen kleinen Sack dabei hat, wie halt diese kleine Futterpackung und nacheinander was da reinwerfen kann. Und was ich mir noch echt gewünscht hätte, ist, dass die Hühner freiwillig wie die Kühe an die Seite gehen, wenn man sie anstupst und nicht dauerhaft im Weg rumstehen. Das sind so ein paar Sachen, die haben mir jetzt nicht so gut gefallen. Die sind verbesserungswürdig, aber das Spiel ist von 1996, wie gesagt. Wahrscheinlich ist es in neueren Teilen, ich muss ehrlich sagen, ich habe außer diesem Harvest Moon nie ein anderes gespielt. Wahrscheinlich ist es in neueren Teilen so, dass es halt so ist. Dass man das alles ein bisschen vereinfacht hat. Und auch die Feste, ja... Es sind halt immer die gleichen Feste, die man 2 oder 3 Mal hat. Aber dennoch schön, dass es so eine Feste gibt. Auch wenn ich dieses Erntedankfest im Winter bis heute irgendwie nicht verstanden habe, aber sei es drum. Sei es drum. Alles in allem ein grandioses Spiel. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem SNES. Neben einigen anderen RPGs. Ich würde das hier nicht als RPG sehen. Ich würde es eher als, ja, es ist ein Simulator. Ein Strategiespiel, wenn man es vielleicht so will. Es geht eher so ein bisschen in Richtung Strategie, glaube ich. Auch wenn es sehr einfach gehalten ist, aber dennoch. Für mich eines der Meilensteine auf dem SNES. Und ich würde es auch immer gerne einfach nochmal wieder spielen. Da es halt so ein tolles Spiel ist. Okay. Das wäre es mit meinem Resümee. Ich glaube, es ist Zeit für dieses Projekt ein Ende zu finden. Dieses Projekt zu beenden. Und das werde ich an dieser Stelle auch tun. Was in Zukunft noch für Projekte kommen werden, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, da ich hier nach Harvest Moon erstmal wieder eine Pause einlege. Ich weiß nicht, wie lang die Pause sein wird, aber es hat sich mittlerweile auch bei mir ein paar Sachen, es haben sich bei mir auch ein paar Sachen geändert. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt wieder das Frühjahr haben und für mich in meinem Beruf ja die Saisonzeit wieder losgeht, bedeutet eine ganze Menge Arbeit. Es ist auch so, dass ich seitdem ich Meister geworden bin, ohnehin ein bisschen weniger Zeit habe als vorher. Ein bisschen weniger ist eigentlich noch ein bisschen untertrieben. Ich habe einiges weniger Zeit. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich nicht mehr alleine wohne. Ja, der ein oder andere, der weiß es schon, aber ich bin verheiratet seit ein paar Monaten mittlerweile. Und deswegen hat sich mein Leben nochmal wieder verändert. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ist für LPs kein so wirklich großer Platz mehr in meinem Leben. Nicht mehr so, wie es vor 5, 6, 7, 8 Jahren war, als ich angefangen habe. Deswegen, möchte ich nicht sagen, dass ich nicht wiederkomme und keine weiteren Projekte mache. Das will ich gar nicht mal sagen, aber... Sondern eher, dass es halt keine regelmäßigen Projekte mehr geben wird und jetzt auch nach Harvest Moon erstmal wieder nichts kommt. Ich meine, Harvest Moon hat sich eine ganze Zeit gestreckt, dieses Spiel. Das lief fast ein halbes Jahr lang. Also im November ging es irgendwann los und mittlerweile haben wir... Also wenn dieses Video hochgeladen wird, dann wird es irgendwie Mitte April sein oder so. Deswegen... Jetzt hat sich schon wieder länger hingezogen. Dementsprechend kann ich nicht genau sagen, was als nächstes kommt und wann was als nächstes kommt. Oder wann es weitergeht. Das muss die Zeit einfach zeigen. Dennoch hoffe ich natürlich, dass ihr Spaß an diesem Projekt hattet. An Harvest Moon. Und gerne eingeschaltet habt. Und dann würde ich jetzt doch schlussendlich etwas sagen, was ich schon so oft gesagt habe. Am Ende jedes LPs, am Ende jeder Aufnahme. Nämlich, also, bis dahin, Leute. Adieu und ich bin weg.